begrüße Sie heute ganz herzlich zu unserem Pre-Opening der Donaumeile hier in Donauwörth. Und ich freue mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, und mit uns die Fertigstellung des Nahversorgungszentrums zu feiern. Wir haben im Sommer 2015 mit den Abbruchmaßnahmen begonnen, haben dann im Herbst 2015 mit den Tiefbauarbeiten begonnen, Gründungsthemen, weil wir hier auf einem sehr, sehr schlechten Baugrund sind, mussten Bohrpfähle im Boden reingemacht werden. Und mit den eigenen Hochbauarbeiten haben wir begonnen im Februar 2016. Also wir haben in Donauwörth mit der Bauphase eigentlich nur gute Sachen erleben können. Wir sind im Zeitplan geblieben, wir sind im Kostenrahmen geblieben und mit der Stadt haben wir eine wunderbare Zusammenarbeit gehabt, wie man sich es einfach als Bauer wünscht. Das Grundstück hat ungefähr 11.500 Quadratmeter Größe. Eine bebaute Fläche haben wir von 10.000 Quadratmeter. Verkaufsfläche im Einzelhandel sind es rund 6.000 Quadratmeter. Parkplätze haben wir 270 und es hat viel Geld gekostet. Lebensmittel ist unser Ankermieter, die Drogerie Müller, wo im Prinzip das ganze Sortiment abdeckt. Wir haben Glück gehabt, dass wir in Donauwörth diesen Sport-Hervis ansiedeln konnten. Der Taco-Laden ist ja vom Kreisverkehr im Prinzip verlagert worden, was immer wichtig ist, dass ein Laden in einer Stadt zu Frieden ist, aber halt den besseren Stand dazu. Mit dem DRPO haben wir einen Laden gefunden, wo im Prinzip im Bereich der Heimtextilien das Programm abdeckt. Mai Schuh ist ja eine Tochter von der Firma Deichmann, die mehr auf Markenwert legt. Haben diese Apotheke als tolle Apotheke ansiedeln können. Und der gastronomisches Angebot im Erdgeschoss mit den Bakers, mit dem türkischen Feinkostladen und mit unserem Asiaten draußen, wo die Laufkunden, die hier Programm abdecken können, da ist ein gutes Sortiment nichts geworden. Ja, es steigert die Attraktivität der Stadt, ein neuer Anziehungspunkt für die Menschen, die hier leben, aber auch für die gesamte Region, für den Verbraucher. Wir haben damit mehr Vielfalt insgesamt. Es wird auch dem gerecht, dass unsere Stadt wächst, dass wir eine hohe Kaufkraft haben. Andere Städte entwickeln sich auch weiter und wir wollen hier sehr nah an der Innenstadt einen neuen Punkt setzen. Nicht an der Südspange im Außenbereich, sondern hier im Zentrum der Stadt. Ja, wir hatten immer Nachfragen zur Südspange im Bereich vom Hagebaumarkt dort zu entwickeln. Wir hatten aber gesagt, ich persönlich vertrete diese Meinung ganz intensiv, nicht in den Außenbereich, sondern möglichst da, wo auch der Bahnhof ist, wo man fußläufig gehen kann, wo andere Geschäfte vorhanden sind. Wir hatten das eh im Sinne, auch zusätzlich Wohnungen, die hier entstanden sind, um hier ein neues Quartier zu entwickeln.